aufgeregt? Ich fress so Scheiße. Aufgeregt, ich kann. Ja, bin so aufgeregt, ich muss die ganze Zeit fressen, Mann. Was machen wir heute hier? Ja, wir testen Treadmills, nennt sich das. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber egal. Das sind so Dinger, wo man drauf laufen kann, wenn man eine VR-Brille auf hat, damit man nicht irgendwelche Joysticks benutzen kann. Also es ist so ganz natürlich. Und genau, dann nehmen wir noch so ein paar Waffen, aber natürlich nur im Spiel in die Hand. Und dann, genau, machen wir ping, 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 ping. Okay, das, Leute. Da sind die Geräte. Da sind die aus. Da drauf stellt ihr euch. Und dann könnt ihr rennen. Und dann seid ihr komplett in der VR-Welt. Ich würde es gerne holen. Spielst du normalerweise Spiele? Noch nie gehabt. Nein, Schwachsinn jeden Tag, ja, natürlich. Ich hab fast gedacht, du siehst auch nicht aus wie so ein Nerd. Nein, überhaupt nicht. Ich renn leidenschaftlich immer gerne mit zwei Handys rum, aber ansonsten, nee. Perfekt. Okay, also, Spiele. Welche spielst du? Keine Shooter. Ist eigentlich falsch, ne? Ja, scheiße, ist falsche schon. Antwort. Ich hab schon verloren, wie kann schon sein lassen? Also, VR habe ich schon immer mal getestet, so Brille und so weiter und so fort, aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Stufe, wie man so anfangen kann zu laufen und wirklich bewegen. Und man wird ja müde davon und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Erlebnis. Und wir haben hier nicht nur das hier, sondern wir haben auch hier diese Teile hier. Die sehen auch sehr interessant aus. Die nennen sich Icaros. Ich glaube, die habe ich schon mal getestet. Und da könnt ihr ohne Ende Sachen machen, wie zum Beispiel, das ist auch gut. Wie nennt sich das für? Rückensport ist das eigentlich, aber mit einem Spieleffekt. Das heißt also, ne, wenn man was zum Zocken hat, irgendwie, dann geht man nochmal ein Stück Ecke weiter, als wenn man jetzt nur trainieren würde. Kennt ihr das, wenn man so stupide nur trainiert, dann verliert man schnell die Lust. Sterbe ich dabei? Nee, eigentlich nicht. Alter, mach ich jetzt hier echt Sport? Du hast unten in der Mitte eine Verriegelung, wenn du drauf bist, vernünftig. No! ich habe ein Problem. Warte, ich bin noch nicht so weit. Warte, geht's schon los? Du hast unten eine Verriegelung, wenn du vernünftig drauf bist. Du musst mit den Füßen weiter hüpfen. Nein, nein! Ey, professioneller ist besser. Ich hab das noch nicht so ganz. Ja. Oh! Ich hab mit deiner Hand, was ist los? Ich versuche mich ganz langsam, ja. Ja. Boah, kreisende Bewegung. Also kreisende Bewegung. Du bist echt schlecht, weißt du das? Wieso? Schau mal, ich kann mich halten. Halten ist zwar langweilig. Halten ist langweilig. Beweglich. Du musst es kontrollieren können und hast auch so gut wie möglich. Und dann dabei auch noch fliegen. Das ist lustig. Das ist ein gutes Training für alles. Das ist gar nicht so einfach, ne? Doch. Ich habe bisher, glaube ich, nur einen verkauft. Aber ich darf nicht lachen. Ja, oh, ich war. Du musst nicht lachen, wie geht das? Oh, Scheiße! Okay. Okay. Easy going. So, also wir dürfen jetzt mit unseren eigenen Schuhen spielen. Und dafür kriegst du solche Dinger. Das sind so Plastikteile. Die reiben dann hier drüber. Dann rutschst du da rum. Das sehe ich jetzt an. Das merkt man direkt, wie rutscht es. Was hast du? Sehr schön gezogen. Ganz schön rutschig. Muss aufpassen, dass ich auf die Schnauze fliege. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Mikado. Ich grüße euch. Den kennt ihr auch noch. Den Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du. Nein, kennt ihr nicht. Den Sie klicken nicht auf meine Rede. Klick mal auf meine Video. Er ist unten verlinkt. Ihr kennt das. Das ist deutlich rutschiger als draußen im Boot. Ich mach mal lieber ein bisschen fester, man weiß ja nie. Alter Schwede. Das ist krass. Jetzt muss ich es dran gewöhnen. Wie weit kann ich auf die Schnauze fliegen? Na, ne? Jetzt geht's los. Genau. Wünsch mir Glück. Ja. Wow. Das ist ein Laser. Rechte Hand. Woo. Hä? Customized coming soon? Oh, cool. Ich habe irgendwas in der Hand. Ja, danke. Wir gehen ein bisschen laufen. Wir sehen uns in die Welt. Ich mache jetzt erstmal eine neue. Will die Waffe haben? Ich dachte, du wolltest ihn gerade fingern. Was zum Teufel? Hey, Finger, Mike, gut darüber.
Kannst du mir eine Waffe droppen, Bro? Und aufhören, auf mich zu schießen? Was soll das denn? Oh. Du hast doch eine Waffe gehabt, Digi. Ja, ich verliere sie immer. Komm her. Wir sehen es ja länger. So willst du. Oh, ja, das ist zu länger. Komm zu Daddy. Wo bist du? Hä, wo bist du? Schön doch auf, komm her. Kann man sie denn kicken? Digga, mit der Panther und zweimal ins Gesicht. Hä? Alter, ich check das nicht. Zum Teufel, warum verliere ich immer die Sachen? Du darfst rechts nicht loslassen. Ey, tue ich ja nicht. Du musst ja richtig greifen. Oder das sind schwitzige Finger, das kann auch irgendwie sein. Alter, bin ich am Schwitzen, ey. Boah, das hat richtig Laune gemacht, ne? Also irgendwann hat man ins Spiel so ein bisschen reingefunden. Dann hat es richtig Spaß gemacht. Zwischendurch ist ein Laufen ist ein bisschen kompliziert, weil man kann nicht die ganze Zeit in der Mitte sein, dann läuft er entweder links oder rechts und so. Das muss immer ein bisschen kalibriert werden, aber das macht richtig Laune, den Kollegen da abzuknallen. Wenn ich eine Waffe hätte, fünfmal habe ich die Waffe weggeschmissen, weil man muss es richtig festhalten, so, weißt du? Und man vergisst das einfach, dann lässt man einfach den Controller los und dann ist die Waffe weg. Und dann kriegst du keine neue. Ja, vor allem sie despawnt halt auch, weißt du, das ist am Boden, ja, weg. Keine Ahnung, ich habe es nicht geschafft hochzuheben. Aber Wahnsinn, also Sport brauche ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Ich bin wirklich am Schwitzen. Und das Ding ist, ich habe irgendwann aufgehört zu laufen. Hab selber einen Controller dann gedrückt. Das war ein bisschen einfacher dann. Aber das ist echt krass, das ist schon ein cooles Feeling. Kopfweh hast du gar nicht, oder? Gar nicht. Weil das letzte Mal, als ich das getestet habe, das war ja auf der Gamescom, da habe ich dieses Autorennspiel getestet. Und dadurch, beim Bremsen, kamen diese Gehgefühle nicht auf. Und dadurch wurde mir tatsächlich schlecht hier. Gar nicht. Windows-Taste, absolut. Ganz okay, hat Spaß gemacht. Du musst unbedingt mal testen. So, Freunde, mittlerweile bin ich wieder zurück aus Berlin und ich muss wirklich sagen, das Gerät hat mich wirklich beeindruckt. Es macht wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Spaß, da drin zu sein in dieser virtuellen Welt und wirklich noch laufen zu können und dabei auch noch Sport machen, ohne wirklich zu merken. Natürlich hat das Gerät auch Nachteile, wie zum Beispiel die Lautstärke. Wenn ihr das Ding euch zu Hause hinstellt, ist es einfach sehr laut. Ihr solltet natürlich aufpassen mit den Nachbarn. Ich glaube, die werden sehr, sehr, ja, nicht wirklich erfreut darüber sein. Noch ein kleiner Nachteil, was ich fand, das war zwischendurch bei manchen Spielen, die sind nicht richtig kalibriert. Das muss man auch richtig kalibrieren, damit es auch richtig funktioniert. Bei manchen bin ich gerade ausgelaufen, auf einmal bin ich seitlich gelaufen. Das hat mich ein bisschen gestört. Oder zum Beispiel das mit der Waffe, wo ich hochgehoben habe, ist mir die Waffe immer weggegangen, obwohl ich eigentlich festgedrückt habe, den Controller. Der ist mir immer wieder entgleitet. Das kann ein bisschen den Spielspaß verderben, aber sobald man das Ganze ein bisschen kalibriert hat und so weiter, dann läuft das richtig gut und das macht richtig Laune. Es gibt zwei Varianten davon, das zeige ich euch mal ganz kurz. Es gibt einmal die professionelle Variante, da bin ich draufgelaufen, die kostet 5000 Euro und es gibt einmal die Consumer-Variante für ca. 2000 Euro. Wenn ihr die Gleiterschuhe noch dazu haben wollt, das kostet noch ebenfalls 50 Euro. Alle Links zu den Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich gebe euch einen Tipp, bevor ihr überhaupt das Ding kauft, solltet ihr unbedingt mal das Ding live testen. Ihr müsst wissen, erstens, wird euch schlecht dabei, wenn ihr das spielt, oder sagt euch das Ding überhaupt zu, oder ist vielleicht das Ding euch zu laut, oder was auch immer. Ihr solltet auf jeden Fall das Ding testen, bevor ihr die Entscheidung trefft, so viel Geld in die Hand zu nehmen und so ein Produkt zu kaufen. So, das war das kleine Review dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf diesen Seite kommt es zu weiteren lustigen Videos bei mir am Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, auf denen vertreten bin, und direkt unter mir komme ich kostenlos abonnieren, wenn keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.